Er ist wieder da, auf leisen Schwingen auch zu uns ins Land zurückgekehrt. Uhus sind begnadete Jäger. Beutetiere, die ihnen unter die Schwingen kommen, haben selten eine Chance. So geräuschlos gehen Uhus dabei vor. Wir sind mit Sebastian Olszewski, unserem Wildnisexperten, unterwegs in einem Steinbruch im Odenwald. Ein etwas unwirtlicher Ort an diesem Morgen. Regnerisch und kalt. Sebastian trifft dort Heinz Nikolaus. Und was gibt's? Heinz Nikolaus kennt sich aus mit Uhus. Er zeigt uns einen Brutplatz mitten in der Wand des Steinbruchs. Wir sehen das Uhu-Weibchen und zwei Jungvögel. Aber ein Steinbruch als Uhu-Lebensraum? An regelmäßigen Steinbruchbetrieb können sich Uhus ohne Probleme gewöhnen. Sowohl die Altvögel beim Brüten als auch die Jungvögel stört das nicht mehr. Letztendlich, was auch sehr wichtig ist für den Uhu, ist, dass er Nahrungsreviere in unmittelbarer Nähe erreichen kann. Das sind zum Beispiel Streuobstwiesen, Waldrandbereiche, Lichtungen. Dort findet er sehr gute Nahrungsbedingungen. Ein paar Schritte weiter im Steinbruch entdecken wir etwas sehr Spannendes. An einer Abbruchkante liegen zwei tote Igel, beziehungsweise das, was von ihnen übrig ist. Der Uhu ist bekannt dafür, dass er auch den Igel nicht verschmäht. Viele andere Beutegreifer, Füchse, andere Raubsäuger würden den Igel nie anrühren. Aber der Uhu, der schafft es tatsächlich, die Igel zu packen und schält sie dann von unten, von der ungeschützten Seite, regelrecht aus. Heinz Nikolaus nimmt uns an diesem Tag noch mit zu einem anderen Uhu-Horst im Odenwald. Mitten in einem ehemaligen Steinbruch. Von einem Baum gegenüber beobachtet uns ein Altvogel aufmerksam. Sein eigentlicher Brutplatz liegt allerdings ein paar hundert Meter weiter in einer vom Dickicht überwachsenen Felswand. Dort, weit oben, finden wir in einer Felsnische tatsächlich auch den Jungvogel. Etwa 4 Wochen alt ist er. Die richtige Zeit, um ihn zu beringen. Das freut einen immer wieder, dass man diese Junge dann sieht und man ihn in der Hand halten darf. Und ich finde ich schon beeindruckend, insbesondere für mich immer wieder beeindruckend, wenn man diese Riesenfüße sieht. Gell? Und da kann man sich ja vorstellen, was das für ein großer Jäger ist eigentlich in der Nacht. Im Alter von wenigen Wochen besitzt das Uhu-Junge noch kein richtiges Gefieder. Das ist sozusagen das der Nestlingsflaum, der ihn vor Kälte und auch vor einer nassen Witterung eben schützen soll. Und man sieht in den Flügeln und auch am Schwanz schiebt es Großgefieder nach, die Flügelfedern und die Schwanzfedern. Und das wird er in den nächsten Wochen noch weiter ausbilden. Zur Begrüßung bekommen wir das typische Schnabelklappern zu hören. Eine Drohgebärde, um mögliche Feinde einzuschüchtern. Für Heinz Nikolaus ist das Beringen inzwischen Routine. Rund 60 Jungvögel hat er so gekennzeichnet. Und für Sebastian? Ja, das ist natürlich schon was Tolles, was Einmaliges, so einen in Zukunft majestätischen Vogel in der Hand zu halten. Also das ist schon sehr toll. Noch ein paar Wochen werden die Jungen weiter von ihren Eltern gefüttert werden, bis sie dann irgendwann selbst für sich sorgen können. Uhus, die mächtigen Jäger der Nacht. Auch bei uns im Land haben sich die Bestände der großen Greifvögel in den letzten 10 Jahren wieder erholt. Wir sollten alles dafür tun, dass dies so bleibt.